Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Gamecheck. Ja, den Gamecheck gibt's wieder. Ich werde jetzt wirklich versuchen, den Gamecheck wieder jeden Mittwoch rauszuhauen. Und im heutigen Gamecheck haben wir ein Spiel namens Think. Leider ist das Spiel im Hochkantformat, das heißt, ihr habt jetzt links und rechts ein bisschen schwarzen Rand, aber ich hoffe, das wird nicht so viel ausmachen. Und ich würde mal sagen, wir beginnen jetzt gleich mit dem Gamecheck. 10 Punkte ist die maximale Zahl, die ein Spiel im Gamecheck von Rashcore erreichen kann. Mal schauen, wie wir das Spiel am Ende bewerten werden. Man kommt hier erstmal in das Spiel rein, es gibt nicht viele Möglichkeiten, wir sehen hier oben eindeutig die Einstellungen, da will ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen. Hier unten ein Fragezeichen, wenn man drauf drückt, bekommt man ein bisschen Hilfe. Hier unten ist so eine Art Zeitung, News und Updates, da werden immer die neuesten Updates gezeigt. Hier ist eine Geschenkbox. Welcome, you have resigned, oh, you are for playing and claim from... Okay, jetzt haben wir anscheinend 500 Kredite bekommen. Für was wir die benutzen, wurde uns leider nicht erklärt. Hier ist noch ein süßes Herz, da können wir draufdrücken und diese App, dieses Spiel quasi teilen. Und sonst ist hier oben nur noch so ein kleiner Store und da können wir irgendwie Sachen kaufen. Ist jetzt noch nicht ganz so wichtig. Wir beginnen jetzt einfach mal mit dem Spiel Think. Let's begin. Plus 1 Hint right now, Sunrise. Nein, wir wollen nicht mit Facebook verbinden. Wenn das Spiel uns jetzt damit sagen wollte, wir sind jetzt Level 1, getting started. What do you think this symbol represents? Man, woman, child. Was meint ihr? Woman, ne? Woman. Nein, natürlich Mann. Ganz klar. Wir schauen mal, ob es stimmt. Korrekt. Das hier ist ein Woman. Und das hier müsste jetzt Werbung sein. Jetzt ist es umgesprungen. Ich würde mal sagen, kritisch. Das ist dann quasi der Nachteil bei so gerade Spielen. Es ploppt Werbung auf. Ein großer Nachteil ist noch hierbei, dass wir im Hochkantformat aufnehmen, die Werbung aber im Querkantformat aufgenommen wird. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr mich nicht hört, kurzzeitig, dann heißt es, dass eine Werbung aufgebloppt ist. Ich rede natürlich weiter, mal schauen, wie ich das am Ende dann zusammenschneide, damit es nicht so hackelig aussieht. Das ist jetzt natürlich wieder ein Mann. Nein, ganz klar, ein Child, ein Kilt. Und da haben wir es richtig. Und ich würde sagen, hier bloppt schon wieder die Werbung auf. Was ist denn das? Langsam kotzt an. Und was ist das hier? Wir denken nach. Wir brauchen Hilfe. Hints, achso. User Hint, Ask Friend. Das ist dann quasi, das sind diese Hilfen, die man dann quasi mit Facebook-Login, mit Kredits höchstwahrscheinlich kaufen kann. Das hier ist natürlich ein Car. Wunderbar. Ich hoffe, das Spiel wird noch schwerer, denn derzeit ist das Niveau so Grundschulniveau. Und wir kennen hier, kommt schon wieder Werbung. Ich hoffe, jedes Mal, wenn Werbung aufploppt, hört ihr mich trotzdem noch. Wenn das so wäre, dann wäre das natürlich wunderschön. Und das hier ist natürlich eine Sonne, eine Sun. Hier beim Spiel muss man natürlich auch ein bisschen Englischkenntnisse haben. Aber ich schätze mal, meine Englischkenntnisse müssen für diesen Gamecheck eigentlich ausreichen. Das hier ist ein Baum. Leider falsch. Ach, stimmt. Wir sind ja hier im Englischen. Das ist ein Dreh. Wunderbar, ein Dreh. Das hier ist... Was ist das? Was heißt Regenwolke auf Englisch? Oh, die geile Hand da oben zeigt uns, wir sollen einen Hinweis benutzen. Natürlich machen wir das. User Hint. The larger symbol is a cloud and the symbol below are drops of water. Das ist klar. Natürlich ist eine Wolke oben und unten drunter ist Wasser. Das war uns eigentlich schon klar. Zusammen, die Symbole zusammen, bringen etwas, was die Erde nass macht. Was ist es wohl? Also der Typ bringt uns, das soll jetzt wirklich eine Hilfe sein. Ich denke, die sagen uns einfach das Wort. Nein, da kommt Albert Einstein in einer ganz komischen, gezeichneten Fassung und labert hier irgendwas von Cloud Rain, Rain Cloud. Ich schätze mal, wir nennen es einfach mal Rain, und Rain ist richtig. Oh mein Gott, meine Englischkenntnisse überragen hier schon wieder gigantisch. Das hier ist ein Kaktus. Scheiße. Was heißt Kaktus auf Englisch? Ich bin gleich wieder da. Ich habe soeben rausgefunden, dass Kaktus nichts mehr als Kaktus heißt. Nur mit C geschrieben. Mal schauen, ob das Spiel das annimmt. Wunderbar. Also ist
Dieses Spiel ist wirklich ohne großen Niveau, ohne großes erforderlich, doch das hier ist wahrscheinlich Geld. Money, 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 ist es richtig korrekt? Money, das hier ist ein Tri. Nein, natürlich nicht. Das hier ist soll mir das oben benutzen? Soll mir, nein, nein, es ist ein Hose. Wunderbar, ihr seht. Die Werbung kotzt mich jetzt schon wieder an. Wir beantworten nur zwei Sachen. Zelt. Das erste, Scissor. Scissor. Scissors. Scheiße. Muss mal schauen, wie Scheren geschrieben wird. Scissor. So müsste es eigentlich richtig sein. Mal schauen, ob es funktioniert. Wunderbar. Das war Level 1 geschafft. Und, oh mein Gott, wir haben 53% richtig gehabt. Was für eine Scheiß. Auswertung. Alter, wir haben vielleicht nur einmal Hint benutzt und vielleicht zweimal was falsch eingegeben, aber ja, also ich würde mal sagen, ihr könnt das Spiel gerne selber ausprobieren. Mich kotzt die Werbung ein bisschen an. Bei Free-to-Play-Spielen kann man das aber fast gar nicht verhindern. Also ich kenne kein Free-to-Play-Spiel, wo wirklich keine Werbung existiert. Oftmals ist es dann hier unten. Das stört mich weniger, als wenn die Werbung immer so stressig aufploppt. Das Spiel hat jetzt noch keinen großen Anspruch. Noch gibt es derzeit das Spiel leider nur auf Englisch. Das heißt, ich hoffe, es gibt bald eine deutsche Version. Ich gebe dem Spiel insgesamt eine 6 und es ist eigentlich gut, denn es gibt maximal 10 Punkte. 6 Punkte bekommt das Spiel einmal, da die Werbung mir viel zu oft aufblickt. Was ich gut finde, auf jeden Fall, das Spiel ist schön primitiv, auch wenn es Englisch ist, man kann wirklich weit kommen. Gut, wir sind erst Level 2, aber wenn ihr das Spiel auszockt, ganz zufällig, könnt ihr doch mal in die Kommentare reinschreiben, bis welches Level ihr kommt. Ich glaube, es gibt 480 Level, so wie es aussieht. Also ich habe da noch ein bisschen zu spielen. Ich wünsche noch einen wunderschönen Mittwoch und dann hören wir uns bestimmt bald wieder. See you later, Alligator.